Angrosch zum Gruße. Was führt euch zu mir? Ich habe etwas aus euch gehört. Hier, euer Brauereischlüssel. Karobuschan Hortiman Angroschin. Wie kommt ihr zu meinem Schlüssel? Ich habe ihn neulich nachts dem Zwergentrio abgenommen, als er sich mit seiner Hilfe in der Brauerei mit Perdoka eindecken wollte. Das hätten sie ruhig versuchen können. Mit diesem Schlüssel hätten sie das nie geschafft. Es handelt sich dabei nämlich um eine Fälschung, müsst ihr wissen. Ja, ich habe auch schon festgestellt, dass ich das Tor damit nicht öffnen ließ. Da konntet ihr wohl der Versuchung nicht widerstehen, wie? Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass es eine Menge Leute gibt, die scharf auf diesen Schlüssel sind. Den richtigen Schlüssel würde ich natürlich nie freiwillig aus der Hand geben. Ich war allerdings etwas verwundert, als die Zwergdrillinge behaupteten, ihr hättet ihnen den Schlüssel gegeben. Nun ja, das entsprach ja auch der Wahrheit. Sie haben mich mit einem ihrer Spielchen hereingelegt, sodass ich leider keine andere Wahl hatte. Aber da es ja eine Fälschung war, konnte ja nichts passieren. Stimmt, dann will ich mal weiter. Einen Moment noch, bitte. Was gibt es denn? Wo ihr gerade da seid, es gibt da ein kleines, wie soll ich sagen, Problem mit der Brauerei. Sagt nicht, ihr habt schon wieder Ratten im Keller. Nein, nein, kein Ungeziefer. Ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll. Es passieren ganz merkwürdige Dinge in der Brauerei. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, es spukt. Manchmal verschwinden wichtige Utensilien oder einige Zutaten sind plötzlich verdorben. Neulich war sogar ein ganzer Braukessel voll frisch Gebrautem völlig ungenießbar. Angrosch sei Dank, dass es noch rechtzeitig bemerkt worden ist. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn wir dieses Bier ausgeliefert hätten. Das klingt allerdings sehr merkwürdig. Vielleicht hat ja einer eurer Konkurrenten einen Saboteur in die Brauerei eingeschleust. Das kann ich mir nicht vorstellen. Alle Arbeiter stammen aus der Sippe Grambax. Sie sind schon seit Jahren hier beschäftigt und vertrauenswürdig. Meint ihr, ihr könntet euch der Sache annehmen? Aber sicher doch, auf geht's. Dann kommt mit. Ich bringe euch in die Brauerei. Ja gut, machen wir das mal. Ich wollte schon immer die Brauerei sehen. Bis jetzt haben wir nämlich immer nur den Keller gesehen. Auch wenn die Brauerei wahrscheinlich auch nicht gerade anders aussieht als der Bierkeller von gerade eben. Sprecht am besten mit Braumeister Grotho. Er hat das meiste von den seltsamen Vorgängen mitbekommen. Ich werde hier so lange auf euch warten. Ich hoffe sehr, dass ihr der Sache auf die Spur kommt. Ja, das werde ich tun. Was sagt eigentlich unser Charakterbogen? Ja, wir haben wieder ein paar Erfahrungspunkte. Ich versuche mein Bestes. Brauarbeiter. Oh, Worwisch ist hier. Ich kann jetzt nicht. Gleich kommt eine Lieferung Gerste. Worwisch. Seid ihr den Vorgängen auf die Spur gekommen? Achso, das ist Worwisch. Weil gerade eben stand er noch da drüben. Was sagt die Truhe? Und ich werde hier keine Fässer einschlagen. Ach, nur Frühstück von einem der Arbeiter. Das werde ich dem auch nicht klauen. Hier ist nichts, hier ist nichts. Oh ja, sieht. Ist unbedingt auch nicht anders aus als andere Gebiete. Also als der Bierkeller von gerade eben. Oder das Lager in Morolosch, wo wir waren. Warum fliegt hier ein Besen in der Gegend rum? Oh, das Ganze ist doch etwas größer als erwartet. Das sieht eher aus, als hätten sie einen... Ja, das Gelächter klingt wieder nach einem Kobold, ehrlich gesagt. Oh, das Teil sieht aber cool aus. Hallo? Garoschem, ich bin Grotho, Sohn des Grax und oberster Braumeister. Ihr müsst die Hilfe sein, um die Worwisch sich kümmern wollte. Ja, das stimmt. Mein Name ist Brenno hier. Was...
War das so leicht zu erraten? Natürlich. Meint ihr, wir lassen Fremde so ohne weiteres in die Brauerei? Wenn Worwisch mir nicht berichtet hätte, dass ihr uns von dem Ungeziefer im Keller befreit hättet, wärt ihr ganz sicher nicht hier hereingekommen. Ihr habt sicher schon mitbekommen, wo unsere Schwierigkeiten liegen. Zerplatzende Bierfässer, verdorbene Zutaten, schwebende Gegenstände und noch einiges mehr. Ja, das habe ich. Habt ihr eine Ahnung, wer da was dafür verantwortlich sein könnte? Wenn sich meine Befürchtungen bewahrheiten, treibt ein Brockskill in der Brauerei sein Unwesen. Ein Bierkobold. Nun ja, ihre Vorliebe für Bier ist uns an Groschim wohl bekannt. Ihr seht, wir haben ein ernsthaftes Problem. Schließlich brauen wir das beste Bier in ganz Aventurien und haben einen Ruf zu verlieren. Ja, ich verstehe. Habt ihr schon versucht, mit dem Brockskill zu reden? Würde ich ja gerne. Ich bin mir sicher, dass wir uns mit ihm arrangieren können. Leider lässt er sich nicht blicken. Vielleicht kann ich ihn ja anlocken. Haben wir schon versucht. Leider vergeblich. Da der Brockskill doch so eine ausgeprägte Vorliebe für Bier hat, könnte man ihn vielleicht damit anlocken. Habt ihr nicht vielleicht ein besonderes Bier, das nicht überall zu bekommen ist? Ja. Ich hätte da noch einen kleinen Rest Urschlunddunkel. Das ist ein dunkles, untergäriges Bier, das von den Geweihten im Angrosch-Heiligtum am Schlund gebraut wird. Es widerstrebt mir allerdings, dieses Bier an einen Brockskill zu vergeuden. Es hat nämlich aufgrund seiner Herkunft eine wundersame Wirkung. Ja, wie ihr meint, ihr gewöhnt euch bestimmt an die Unannehmlichkeiten, die euch der Brockskill bereitet. Jetzt gebt eurem Herzen einen Stoß. Was ist, wenn eure Kunden verdorbenes Bier vorgesetzt bekommen? Bloß nicht. Das wäre unser Untergang. Auch wenn es mir schwerfällt, das Urschlunddunkel abzugeben, wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben. Hier ist das Bier. Ich hoffe nur, dass ihr Erfolg haben werdet. Es würde mir das Herz zerreißen, das Urschlunddunkel umsonst geopfert zu haben. Ich bin mir ganz sicher, der Brockskill wird sich von dieser Spezialität herbeilocken lassen. Das kostbare Urschlunddunkel für einen Brockskill. Es zerreißt mir das Herz. Ja. Oh, ein Urschlunddunkel. Diese Köstlichkeit habe ich bestimmt dir zu verdanken. Ja, das stimmt. Ich möchte mit dir reden. Reden? Das ist doch langweilig. Lass uns lieber ein Spiel spielen. Ich weiß nicht recht. Meiner Erfahrung nach sind Koboldspiele immer etwas ungewöhnlich. Wie kommst du denn auf diese dumme Idee? Es ist leider überhaupt nicht ungewöhnlich. Vielleicht kann ich dich ja überreden. Ganz bestimmt nicht. Ich glaube doch. Okay, und wie? Hey, was soll das? Ich bin ja nackt. Wo sind meine Sachen hin? Okay. Sehr lustig. Ich werde mir jetzt erstmal wieder was anziehen. Beschäftigt ihr so lange den Brockskill? Natürlich. Aber was ist das? Ich kann meine Beine nicht mehr bewegen. So tut doch etwas. Ich kann es versuchen. Wirst du Grote bitte seine Kleidung wiedergeben und ihn aus seiner Starre befreien? Nur wenn du mit mir spielst. In Angroschs Namen. So spielt doch endlich mit ihm. Na gut, dann erklär mir mal dein Spiel. Ich habe hier in der Brauerei 3 Bierkrüge versteckt. Du musst sie suchen und mir bringen. Das ist alles. Das klingt allerdings harmlos, einverstanden. Und jetzt gibt Koto seine Sachen zurück. Vermutlich ist irgendein Haken an der Sache, aber mir bleibt wohl nichts anderes übrig. Und jetzt gibt Koto seine Sachen zurück. Ich bin auch nicht blöd. Erst wenn du mir die Bierkrüge gebracht hast, sonst kommst du noch auf die Idee, doch nicht mit mir zu spielen. Jetzt such doch endlich die Krüge. Ich kann doch nicht ewig hier nackt herumstehen. Also und gut. Und bitte beeilt euch. Ich traue diesem Brockskill nicht. Der hat sich doch bestimmt etwas einfallen lassen. Ja, wahrscheinlich rennen die Krüge entweder weg oder sie greifen mich an. Oder sie explodieren. Ja, da wäre der erste Bierkrug. Mehr Herles Fertok und Kulmontee. Was ist in der Truhe? Und ja, ich wollte eigentlich nicht hier... das lassen wir dann auch mal lieber liegen. Hallo, Bierkrug. Oh, zittrige Hände. Koboldhumor. Da musste ja sowas bei rauskommen. Fauliger Gestank, okay. Mich mit Darina. Nachdem ich nun den Rauschkrautspugel im Pferd durch das Handwerk gelegt habe, sollte ich Vukti Dariana von meinen Erfolgen berichten. Sie würde in Sicherheit erfreut darüber sein. Ja.
Merkwürdige Ereignisse in der Brauerei. Warwisch hat mir erzählt, dass allerlei merkwürdige Dinge in der Verdocker Brauerei geschehen. Ich habe ihm versprochen, der Sache auf den Grund zu gehen. Ich habe mit Braumeister Grotto gesprochen. Er vermutet, dass hinter dem Vorgang in der Brauerei ein Broxkill steckt. Der Broxkill. Das Anlocken hat geklappt. Kaum statt der Urschlund dunkel auf dem Tisch erschien der Broxkill auf der Bildfläche. Jetzt muss ich ein Spiel mit ihm spielen. Spiel mit dem Broxkill. Der Brox ist tatsächlich erschienen, sobald das Urschlund dunkel auf dem Tisch stand. Leider lässt er erst mit sich reden, wenn ich ein kleines Spiel mit ihm spiele. Ich soll drei Bierkrüge suchen, die hier in der Brauerei versteckt hat. Damit ich mich auf jeden Fall auf sein Spiel einlasse, hat er Grotto seiner Kleidung beraubt. Mhm. Ja. Es handelt sich um einen Bierkrug, den der Broxkill versteckt hat. Jetzt handelt es sich bei dem Bierkrug, den der Broxkill versteckt hat, um einen ganz gewöhnlichen Bierkrug. Ja, aber das, was er da reingepackt hat, ist verflucht. Hm. Ah, da hinten sind Destillen. Okay, achso, das sind immer noch die Versteinerten. Ach, da ist der nächste Bierkrug. Was macht der denn? Blitz dich, Find, okay. Der Broxkill lässt uns ja ganz schön im Regen stehen. So, jetzt brauchen wir noch einen. Der ist da unten. Ja. Ich habe die Brekrüge gefunden. Jeden davon war mit einer kleinen Überraschung verbunden, aber ich hatte sowieso nichts anderes erwartet. Ich habe die drei Bierkrüge gefunden. Ich sollte jetzt zum Broxkill zurückkehren und sie ihm bringen. Hoffentlich lässt er jetzt mit sich reden. Schneeschauer im Sommer. Öfter mal was Neues. Solche Kommentare von Gwendala. Gwendala und Sarkasmus. Ja. Das hätte ich eher Kledis zugetraut. Wir haben es aber zurzeit auch mit Kobolden irgendwie. Zuerst der Kobold von Talon, der sich den Alchemiestandort in den Nagel gerissen hat, dann den Kekskobold, jetzt ein Bierkobold. Na, hast du die Krüge schon gefunden? Ja, ich habe alle drei. Hier hast du sie. Und jetzt gib Grotto bitte seine Sachen zurück. Aber es steht ihm doch so gut. Aber weil du so schön mit mir gespielt hast, will ich es tun. Und was für Klamotten kriegt er? So, erledigt. Kangrosch, Daraschmox. Endlich. Und? Wie haben dir meine Überraschungen gefallen? Es war ein außergewöhnliches Erlebnis. Ja, nicht wahr? Du weißt meine Aufmerksamkeiten wenigstens zu schätzen. Die Zweige hier sind alle so griesgrämig und haben überhaupt keinen Sinn für Humor. Da hast du bestimmt recht. Warum machst du diese Scherze eigentlich? Natürlich, weil es Spaß macht. Außerdem gibt es hier sonst nichts zu tun. Dir ist also langweilig. Vielleicht können wir eine Beschäftigung für dich in der Brauerei finden. Oh ja, das wäre fein. Hast du einen besonderen Wunsch, was du machen möchtest? Ich will auch einen Braukessel haben. Ganz für mich allein. Aha, was sagt ihr dazu, Bode? Ein eigener Braukessel für den Broxkill? Dann werden wir für einige Zeit nicht pünktlich liefern können. Wenn euer Bier eure Zutaten verderben, könnt ihr das auch nicht. Habt ihr auch wieder recht. Also gut, meinetwegen. Ich wäre nicht der erste Braumeister, der einen Broxkill in seiner Brauerei unterbringt.
Du hast es gehört. Grotto überlässt dir einen seiner Braukesseln. Du musst dann aber auch aufhören, weiterhin deinen Schabernack mit den Zwergen in der Brauerei zu treiben. Das macht nichts. Selber Bier brauen macht sowieso viel mehr Spaß. Da gibt's so viel auszuprobieren. Schön, das haben wir alles geklärt. Dein Baukessel für dich und die Zwerge können wieder ungeschädigt ihrer Arbeit nachgehen. Hab ich doch gesagt. Auf geht's. So, der hat nichts mehr zu sagen. Ich verteile mal Seife. Wie viel Seife haben wir denn noch? 9.